Herzlich willkommen zur nächsten Dark Souls 2 Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Soivo und wir müssen wieder in den Wald zurück. Wir waren ja zuletzt hier zum Skillen. Ich möchte mich auf jeden Fall schon mal bei allen bedanken, die die ganzen Comments geschrieben haben zu meinem Sprungproblem. Finde ich super gut, dass da so ein reges Interesse und ein reger Austausch stattfindet. Hoffe, das bleibt so über das Let's Play. Und ja, ich werde jetzt noch einmal versuchen, über diesen blöden Abgrund zu kommen. Hoffentlich diesmal mit mehr Erfolg. Das war auf jeden Fall ein Sprung, oder nicht? Tatsache. Wir springen. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann wissen wir doch jetzt, wie es klappen müsste. Wir werden es ausprobieren. Das wird schon werden. Genauso finde ich es gut, dass die Monster jetzt nach 10-mal Töten verschwinden. Ist natürlich ein bisschen blöde zum Leveln. So, was war das denn? Warum pullerst du denn nicht weg, gut? Bisschen komisch war das schon. Aber gut. Uiuiui. Irgendwie habe ich keine Lebenssteine mehr. Das ist ein bisschen ungut. Fällt mir gerade auf. Naja, gut. Erstmal, wenn einer von euch einen droppen würde. Habt ihr nicht so Bock drauf, ne? Du stehst doch eh gleich wieder auf, gib's zu. Genau, das wusste ich doch noch. Und so zaubern. So, dich haben wir auch weggeschnetzelt. Sehr gut. So, jetzt müssen wir irgendwie den Spaß jetzt hier oben überleben. Das wird ein bisschen kritisch ohne Heilungszeug. Muss ich sagen. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Hoffe ich mal. Ui. Was soll denn das? Jetzt stirbt endlich. Oh Mann, der lebt immer noch. Glaub's ja nicht. Was ein Sausack. Lebensstein bitte. Was mich auch noch interessieren würde, ist, kann man eigentlich Gegenstände auch gegen Seelen verkaufen? Würde mich auch mal interessieren. Ich denke nicht, dass wir den jetzt schaffen werden, den blöden Bogenschützen. Oder er schießt schon. Ja, da sind wir tot. Ach, naja, gut. Macht nichts. Ich denke, wir werden jetzt mal so einen Menschenabbild-Dingsbums wieder benutzen. Dann müssen wir hier mal ordentlich durchkommen. Müssen wir unbedingt mal gucken, dass wir vielleicht solche Gegenstände irgendwo mal kaufen können. Muss da in Majula irgendwo so einen Händler dann auch sein dafür. Kann mir das anders nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ah, das machen wir danach. Bei Gelegenheit irgendwann mal so. So, nee, hier wollte ich nicht hin. Hier will ich wieder hin. Menschenbild. Ich hab doch einen Lebensstein. Wie lege ich mir den denn? Auswahl ablegen, nee. Erstmal benutze ich sowas. Wie lege ich mir den denn da unten hin? Die Geschichte. Nee, jetzt habe ich ihn hingelegt, oder nicht? Macht keinen Sinn. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Wie funktioniert der Spaß denn? Sortieren, das bringt mir auch nichts. Nee, das will ich ja nicht. Wie lege ich mir das auf den Knopf? Zurück-Info anzeigen, das bringt's mir nicht. Ich
schön, dass ich mir eine Fackel entzünde, aber wie lege ich mir den Gegenstand da unten drauf? Ich habe keinen blassen Dunst. Wir können aber gleich mal das Ding benutzen, weil wir eh kaum AP oder ein bisschen was an AP verloren haben. Von daher, was soll's. Dann haben wir den wenigstens wieder voll. Würde mich trotzdem noch für die weitere, für das weitere Spiel interessieren. Also wenn es jemand in die Comments schreibt, wäre ich auf jeden Fall sehr dankbar. Weil das ist doch relativ wichtig, würde ich behaupten. Die sehen irgendwie ein bisschen cooler aus mit dem Feuer und der Fackel. Und ich glaube, wir haben hier auch schon einige getötet jetzt mittlerweile, weil jetzt nur zwei Stück hier waren irgendwie. So, hier drüben konnten wir doch irgendwo so ein Ding anstecken. Deswegen habe ich hauptsächlich die Fackel angemacht. Ich weiß zwar nicht genau, was es bringt, wenn man das entzündet. Aber ich wollte es mal machen. Ob das jetzt wirklich einen Sinn hat, weiß ich noch nicht. Werden wir hoffentlich auch noch herausfinden. Ich habe ja aktuell ein bisschen Angst vor dem ersten Boss, wenn ich das hier die ganze Zeit schon so sehe. Das war ganz gut. Und einen Lebensstein wieder bekommen, sehr gut. Vorne sind unsere Seelen natürlich. Tot machen, gutes. So, danke, Dude. Gegenstand nehmen wir natürlich mit, ein Wurfmesser. So. Ah, jetzt habe ich es nicht richtig gedrückt, ey. Oh nein, da ist noch einer. Was eine Rotze. Jetzt weiß ich, wie ich springe und krieg's trotzdem nicht geschissen. Super gut. Nehmen wir gerade nochmal so einen Lebensstein, weil ich will das Ding jetzt irgendwie unbedingt haben. Wehe, das lohnt sich nicht, das Item, was da ist. Wenn das jetzt irgendein Rotz ist, flipp ich aus. Die Frage ist halt, an welchem Punkt muss ich das RL-Ding drücken? Ich habe noch keine richtigen Erfahrungspunkte mehr oder weniger. Logischerweise. Das geht! Ich bin drüben! OMG. Kurzschwert und Seele eines verlorenen Untoten oder sowas. Sehr gut. Springen ist schon klasse. Bin begeistert. Jetzt wäre ich beinahe abgeschmiert. So begeistert bin ich. Okay. Jetzt gehen wir hier unten aber auch nochmal hin, weil da soll ja auch noch was sein. Das holen wir uns jetzt natürlich auch noch, wenn wir schon dabei sind. Würde ich sagen. Irgendwie einen guten Winkel hier irgendwie mal haben. Okay, geht doch. Perfekt. Gucken, was haben wir hier? Seele eines namenlosen Soldaten und ein Wurfmesser. Okay. Ja, das ging ja ganz prickelnd. Dann haben wir die zwei Items jetzt endlich bekommen. Sind wir doch schon mal ein ganzes Stück weiter als vorher. Würde ich sagen. Und dann gehen wir jetzt mal da rein, wo wir zuletzt waren. Wo wir uns dann irgendwann feigerweise zurückgezogen hatten. So. Mal wieder ganz gechillt. Von hier oben die ersten kaputt schießen. Ich da zum Beispiel. Zack und zack. Genau, dich haben wir weggeschossen. Jetzt kommst du von da vorne angedödelt. Mein neuer Freund. Zack und zack. Weg mit dir. So, hier soll jetzt irgendwie noch so ein Hinterhalt wieder sein. Kommt, glaube ich, noch gar nicht. Danke, Dude. Sicher mal auch. Perfekt. Wurfmesser. Warum immer nur Wurfmesser? Ich will Lebenssteine. Genau, sowas will ich haben. Danke. Und kann mir hier irgendwas anstecken oder so vielleicht auch. Dahinter ist was versteckt. Das habe ich letztes Mal nicht gesehen. Okay. Ein Holzbolzen. Wo auch immer, wozu auch immer das gut sein mag. Auf jeden Fall hatten wir es das letzte Mal nicht.
gesehen. Ist ja schon mal was. Oh, hallo. Was bist du für einer? Einer, der gern sterben will. Alles klärchen. Das war hier oben ja ein Bogenschütze irgendwie. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ach hey, was war das denn? Das war nicht so bogenschützig. Oder oben ist auch noch einer. Okay. Machen wir erstmal den da kaputt, würde ich sagen. Was bist du denn für ein Kali? Okay, ich habe ihn erwischt, aber okay, ist runtergefallen. Gut. Oh, fuck it. Okay. Alles gut, wir haben ihn kaputt. Gut, gut, gut. Wir haben aber nur noch zwei Magie. Das heißt, das ist nicht so gut. Gucken wir uns hier erstmal um, würde ich sagen. Weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Da oben geht es auf jeden Fall weiter nach oben. Ich würde aber sagen, wir gucken uns das hier mal an. Da ist auf jeden Fall was. Das nehmen wir doch mit. Fuck it, fuck it, fuck! Okay. Wo kamst du denn her, Dude? Holy shit, ey. Okay. 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 Ich würde sagen, wir haben keine Magie mehr, wir haben keine HP mehr, wir haben eigentlich gar nichts mehr. Wir gehen mal zurück zum Leuchtfeuer. Weil wir haben auch wieder 2200 Punkte, die ich denke, die sollten wir nicht verschwenden. Ist ja doch schon ein bisschen was, kriegen wir auf jeden Fall wieder einen Skillpunkt. Wir haben die ganzen Items bekommen, das ist super gut. Können ja auch ein bisschen gar... Was haben wir denn hier? Die waren wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Ach nee, doch, das war das. Ich dachte schon, wir haben irgendwie einen Geheimgang gefunden. Ne, alles gut. Da ist auch nichts mehr. Runterklettern bitte. Danke. Ab zum Leuchtfeuer. Ich hoffe, dass man im Leuchtfeuer auch wieder volle AP kriegt. Da habe ich gar nicht so richtig drauf geachtet bisher. Gut wäre es aber auf jeden Fall. So. Sehr gut, geht wieder voller AP. Alles gut. Reisen einmal nach Majula. Dann gucken wir, ob wir Lebenssteine bei dem einen Kerl im Haus, der da hockt, kriegen können. Wenn nicht, werden wir einen Skill kaufen. Eventuell auch beides, je nachdem, was so ein Lebensstein kostet. Und wir werden mal versuchen, Ausrüstung verkaufen zu können. Vielleicht funktioniert das ja. Weil was wir jetzt mit der ganzen Ausrüstung machen sollen, die wir nicht brauchen, weiß ich jetzt so auch noch nicht. Das versuchen wir jetzt erstmal fürs Erste. So. Guten Tag, du da. Ne, ich denke, verkaufen kann man nichts und Dings hat er nicht. Gegenstände, so Lebenssteine und Gram. I came from... Have you been there? Very com... But I did... It's been years. Bla bla bla. I don't even know why I'm still here. Nur bla bla. Okay, okay, okay. Sonst war ja kein Händler mehr. Also da ist noch irgendwie der Schmied, aber dafür brauchen wir erst einen Schlüssel, den wir noch nicht haben. Dann gibt es hier also keine Lebenssteine momentan. Würde ich sagen. Bla bla bla. Aufsteigen möchte ich bitte. Mach mal ruhig die Zauber. Gucken wir nochmal, was das genau bringt. Anzahl der einstimmbaren Zauber bestimmen. Okay. Machen wir das da einfach mal hoch.
Wir könnten mal noch gucken, dass wir vielleicht Seelen benutzen. Weiß nicht genau, wie viel wir da aktuell haben. Ich denke, das könnte reichen. Was gibst du? 800? Das müsste tatsächlich reichen. Die 2. Also ich müsste genügend sein. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Gucken wir mal, ob wir noch einen Skillpunkt kriegen. Ne, 1700 brauchen wir jetzt schon, ach du Scheiße. Naja gut, wenn das so ist, ist es eben so. Dann gehen wir hier wieder weg. Zaubereinstimmung. Aufladung 31. Okay, da können wir nichts dran ändern. Mehr haben wir wohl auch nicht. Wo kriegen wir denn neue Zauber her? Blabla, Gegenstandskiste. Gegenstandskiste können wir unseren Müll lagern wahrscheinlich, den wir nicht benutzen aktuell. Das ist zwar auch ein Plan. Dann sind wir wenigstens den Mist los und brauchen nicht rumschleppen. So. Was wir alles mit uns rumtragen, Mensch. Was ist das? Holzquellen, Armbrustbolzen. Brauchen wir auch nicht. Zack, weg damit. Danke. Verstärkte Ausrüstung. Hebt zusätzlich von Ausrüstung auf. Okay. Ich denke nicht, dass wir das aktuell brauchen. Trinken, um TP wieder zu erfüllen. Dann läuft Feuer. Achso, das kann man also auch als HP-Ding benutzen. Okay. Das ist auch HP. Das ist auch HP. Gift. Die können wir mal abwägen, die benutze ich eh nie. So, jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich die Sachen dann mal da irgendwie drauflege auf die Knöpfe wieder. Das wäre ganz gut. Dann hätte ich auch einen guten Grund, die Heilungssachen zu benutzen. Versuchen wir doch jetzt einfach nochmal. Ausrüstung vielleicht. Da ist aber. Ne, ist was anderes. Kann man das hier was ausrüsten? Ist das jetzt ausgerüstet? Ha! Okay, haben wir das da hingekriegt. Sehr gut. Dann würde ich aber auch sagen, machen wir an der Stelle mal einen Cut. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.